Omek requiescat in te, bis es ruhen kann in dir. Das ist nämlich ein sehr interessantes grammatikalisches Problem, dem ich Sie aber jetzt nicht behelfen kann. Kaum war er gegangen, der Potentianus hat sein Anliegen gegenüber Dienstliches vorgebracht und geht weg. Ich aber ihn nicht, das kannst du nur auf Lateinisch sagen. Abi id ille ego ad me. Da haben Sie Schlüssel. Er sagte so ad, nicht in, sondern ad. Er ging, ich zu mir. Der war natürlich ein wirklicher Redemeister, das war er wirklich. Also ich muss Ihnen sagen, der hat seine ganzen Bekenntnisse diktiert. Worüber sich heute die Gelehrten beugen und noch ein paar Beispielsprache finden, der hat das diktiert, diese Finessen, diese Redekraft. Also gut, das ist jetzt wieder eine spezielle Geschichte. Und er sagt, ad me. Und jetzt kommt das Zitat. Wo ist es jetzt? Innerlich, ah nein, ist schon mal. Entschuldigung, Leitung nur. Jetzt wird es nämlich richtig heftig. Hinaus in den Garten. Er ging fort, ich aber ging in mich, schon stürze ich im Antlitz so entstellt, wie im Geiste verstört, auf Alypius zu, also den Freund, und schreie ihn an. Was lassen wir uns da gefallen? Was müssen wir hören? Die Blüten raffen sich auf und stehlen den Himmel. Und wir mitsamt unserer ganzen Bildung und Herz wetzen in Fleisch und Blut uns herum. Ist nicht sehr besonders frauenfreundlich, Frau Kollegin, tut mir leid, so war das Christentum, und zwar bis auf den heutigen Tag. Ich raufte mir das Haar, schlug mich auf die Stirn, umschlang das Knie, mit verkrampften Fingern. Was mich zurückhielt, waren die Nichtigkeiten über Nichtigkeiten, die Eitelkeiten über Eitelkeiten. Seine alten Freundinnen machten sich heran an das Gewand meines Fleisches. Raum mir zu, du wirst uns doch nicht lassen, dann werden wir von jetzt an nie wieder bei dir sein, dann ist dir dieses und jenes in Ewigkeit verboten. Welche Niedrigkeiten flüsterten sie mir zu? Welche Schändlichkeiten? Naja, was machen wir jetzt? Er hört etwas. Und zwar reibt sich der Neurologe natürlich die Hände. Er halluziniert. Ein Stimmchen, ein Kinderstimmchen. Und das Kinderstimmchen, das so singsangartig tolle Wege, nimm dies, das hört er. Denkt sie, aha, gibt es ein Kinderspiel, das vielleicht diese Art rein? Nein, ist auch nicht. Daraufhin beschließt er, das Orakel des Fingers zu benutzen. Das war damals sehr verbreitet. Wenn du nicht mehr auskennst, sollst du scheinlos, sollst du nicht scheinlos, sollst du Aktien kaufen, sollst du keine Aktien kaufen. So wie heute, fährst du den Finger ein ins Spiegel, schlagst es auf und schaust, was da drin steht. Ballungsbriefe sind da, er fährt rein und kann ihnen diese Textprobe nicht verheimlichen. Wie am Tage lassen uns ehrbar handeln, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Wohllust und Ausschweifungen, nicht in Streiterei und Eifersüchten, ziehet vielmehr an den Herrn Jesus Christus und pfleget das Fleisch
nicht in Österreich. Das ist circa 50 nach Christi geschrieben worden, meine Damen und Herren. 50 oder 52 Tage nach Christus. Das ist das Christentum. Na, Sie brauchen das nicht gleich ausreden. Es wird ja alles nicht so ernst genommen, wie es geschrieben wird. Also, muss er springen. Er muss jetzt kommen. Zwar, auch das ist das Zitat, vom dort, wohin ich meinen Blick richtete und wohinüber ich sollte, zitternd vor Angst, traben gegen die keusche Würde der Enthaltsamkeit, mich zu empfangen und zu umarmen. Die fruchtbare Mutter, fröhliche Kinder, empfangen vom göttlichen Ehegemahl, das muss man sich auf der Zunge so genommen, zeigt auf ganze Scharen enthaltsamer Jünglinge und Jungfrauen, ehrbarer Witwen, sanften Spott, was sie alle vertragen vermögen, wirst du nicht schaffen. Gott, der Herr, wird dich retten. Und, hups, drin ist er. Nach seinem, deswegen habe ich gesagt, spring herüber. Das heißt, hier wird nicht gemütlich konvertiert, sondern das ist ein äußerst heftiger Vorgang. Der einzige Vorgang, fällt mir gerade ein, Vorwurf an diesen Herrn da drüben ist, dass er zwar treten Sie ein, geschrieben, treten Sie aus, geschrieben, aber nicht lassen Sie sich maßregeln. Das fehlt noch. In der Einladung. Also dann geht alles wunderbar. Wir sagen es der Mutter. Die Mutter ist natürlich überglücklich, denn er wird sich ja endlich auch noch taufen lassen. Die Geschichte geht jetzt schon langsam zu Ende. Auch meine muss kurz werden. Also er geht dann zunächst in ein Landgut, selbstverständlich, nach einem Ort namens Kassiziakum. Das ist bis jetzt nicht genau lokalisiert worden, aber wahrscheinlich in der Nähe vom Gardasee. Dort sind diese Schäden in Wien gewesen, mit den Springbrunnen etc. Und dort schreibt er sein erstes Buch. Kaum hat er auf diese weiblichen Umarmungen verzichtet, sprudeln andere Quellen. Jawohl, 8 Folianten, also Folianten sind so, die gesammelten Werke des heiligen Augustinus. Da haben sie aber Zeit, bis sie da durchkommen. Briefe, Auslegung des Johannes in der Kirche, Dezitate Dei, 3 Bände, also und es liegt dieser Schatten der Erbsünde. Das ist der Erfinder der Erbsünde. Dass ich das noch anbringe. Der heilige Augustinus hat uns die Erbsünde beschert. Vielen, vielen Dank. Endlich wissen, warum wir in Sünde geboren worden sind. Er hat sich ja mit der Frage gequält, Imitationen oder Propagationen. Damals schon. Und ist draufgekommen, nein, die Kinder werden nicht so böse und meistens fliegen die Haxeln aus, weil es andere Kinder auch die Haxeln ausreißen, sondern sie haben es in den Genen, würden wir heute sagen. Propagationen, durch diesen schmutzigen Tropfen kommt die Sünde auf uns. Und zwar auf beiderlei Geschlecht. So was haben wir alles dem heiligen Augustinus zu verdanken. Er fährt zurück nach Mailand, lässt sich taufen, ich fasse mich kurz, fährt nach Afrika zurück, seine Mutter stirbt, gründet ein Kloster in Anlehnung an diese ganzen Ideen des müßigen, nachdenklichen Lebens in der Nähe von Hippo Regius. Dort, das heißt heute Anabas, ist auch in Algerien und dort schreit irgendein Kind wahrscheinlich, wenn er in die Kirche geht, Augustinus soll Bischof werden
und die Leute Bravo, der alte Bischof ist schon alt, braucht er noch vorhin. Also er wird Bischof, 35 Jahre. Und schreibt eben dann dieses Zitat, das kann ich Ihnen auch nicht ersparen. O du meine späte Freude. Da ist er schon ein Bischof und schreibt die Konfession oder diktiert sie. So geht er, so greift er in die Harfe. O du meine späte Freude, du hast unser Herz mit deiner Liebe wie mit einem Pfeil getroffen. Das ist das erste Mal eingefallen, das durchbohrte Herz. Du hast unser Herz mit deiner Liebe und mit einem Pfeil getroffen. Spät habe ich dich geliebt. Sero te amavi. Du immer alte, immer neue Schönheit. Spät habe ich dich geliebt. Du verströmtest deinen Duft. Ich sog ihn ein und leichte nach dir. Auf dass du in mein Herz kommst und es berauschest und ich dich umarmen mag. Du, mein einziges Gut. Na, was sagen Sie jetzt? Die Mönche in Irland haben diese Passagen auf Koran gesungen, weil es so schön war. Das heißt, der Mann hat sich in Gott verliebt. Das heißt aber, anders noch ausgedrückt, die leere Stelle, von der er vorher sprach, leer, da hat was gefällt in mein Bewusstsein, das ist jetzt voll mit. Was sagt man dazu? Der Ewige, oder Allah, oder Gott, oder Anunio, den Hinduismus, mit etwas nicht von hier, darf man vielleicht so sagen. Seither kann ich mich dann, das heißt, damit darf ich mich also vielleicht doch von Herrn Augustinus verabschieden, sehen, ich blätter das Manuskript, es geht weiter, und komme dann, Sie dürfen sich jetzt wieder entspannen, meine Damen und Herren, in die Gegenwart. Hat ihn entschuldigt, ein paar Worte über die Gegenwart zu sagen. Dafür wird er schließlich bezahlt, nicht nur irgendwelche Geschichten aus dem 5. Jahrhundert oder aus dem 4., sondern die Gegenwart. Und dazu kommt mir eben zu Hilfe mein Kollege Josef Mitterer, den brauchen Sie nicht zu kennen. Er ist als Philosoph in Klagenfurt und schreibt vor sich hin, wie es alle Philosophen gerne tun, und zwar gilt er als, nur damit die Fachleute etwas zu beißen haben, radikaler Konstruktivist. Er schreckt vor nichts zu selbst. Und zwar glaubt er nicht mehr an die Wahrheit mit Großbuchstaben. Frech. Und Sepp hat über seine, er hat ein Motto erfunden. Das steht praktisch wie ein roter Faden über all seine Büchern, die er schon geschrieben hat und eins will er noch schreiben. Und das ist eine Anspielung an den Wittgenstein. Und zwar hat der Wittgenstein geschrieben, hoffentlich kann ich es noch auswendig, ich bin zwar kein religiöser Mensch, der Wittgenstein, aber ich sehe jedes Problem von einem religiösen Standpunkt aus. Wer religiös sein will, muss sein Leben ändern oder die Richtung des Lebens, sagt der Wittgenstein. Der Sepp streicht die Religion heraus und sagt, das heißt, das soll sein Buch dann werden, die Richtung des Lebens. Das wird sein Haupt. Das schreibt er wahrscheinlich erst noch den Regierung fertig. Die Richtung des Lebens. Und das Motto des Sepp Mitterer lautet, und das gebe ich Ihnen mit, im Stammbuch und auch als Führungshilfe beim Ausstellungsbesuch. Er hat es auf Englisch formuliert. So far from now on. Das ist das Einzige, was man über Erkenntnis positiv ruhig sagen kann. Bis jetzt und von nun an. Und wenn Sie sich das ein bisschen eventuell zu Gemüte führen, Damen und Herren, ich bin in der Zeit, dann haben Sie was gelernt, hoffentlich, da bin ich nicht umsonst hier gestanden, haben Sie was gelernt,
dass sie gar nicht einmal so unbedingt in der religiösen Ecke verweilen müssen in Bezug also auf Sofa und von now on, bis jetzt und von nun an. Denken Sie an das Familienleben, an das Geschlechterverhältnisleben. Bis jetzt war ich verheiratet mit der Mizitante und von nun an werde ich die Mizitante in den Urwald schicken und eine neue Frau heiraten, zum Beispiel. Ist ja relativ verbreitet, oder nicht? Wenden Sie diese Sofaheit von nun an auch auf die Wirtschaft an. Wie erleben Sie ja zur Zeit? Sofar war der Euro was wert, von nun an ist das noch nicht so genau. Sie können es anwenden auf was denn noch, oder? Auf den Sport. Sofar war ich ein gefeierter Abfahrtsläufer, dann habe ich wieder Stechen und jetzt muss ich leider Gottes Motorräder verkaufen. Denken Sie an das Gesundheitswesen. Sofar war ich jung und gesund oder alt und gesund und auf einmal kommt ein Schlagerl daher und von now on ist meine linke Hand nicht so ganz mehr einsatzfähig. Wenden Sie sofort von now on auf alles an, auf die ganze Weltwirtschaft, auf die Chinesen, auf die Inder, auf die Eskimos, Sie werden darauf kommen. Sofort von now on ist ein Weltgesetz.